Herzlich willkommen beim Moviepilot Unboxed. In unregelmäßigen Abständen werden wir uns ab sofort ja Special Editions und coolen Boxen widmen. Den Anfang macht dabei passend zum Blu-ray und DVD-Release vom fünften Teil von Stirb langsam, A Good Day to Die Hard. Ja, machen zwei Boxen. Einmal hier die ganz normale Edition und dann gucken wir uns aber vor allen Dingen diese hier an. Das ist nämlich die nur bei Amazon erhältliche Special Edition, die Legacy Collection. Die kostet mal eben 20 Euro mehr und wir wollen einfach mal schauen, ist es das Geld, was es mehr kostet, auch tatsächlich wert. Da ist nämlich noch ein 30-seitiges Artbook und eine exklusive Bonus-Disc dabei. Eigentlich sollte ja auch eine Nachbildung von John McClanes Polizeimarke dabei sein, aber in letzter Sekunde wurde das leider geändert. Jetzt haben wir ein Artbook und ja, wie das Ganze aussieht, das werde ich jetzt mal angucken. So, Messerchen zur Hand und das, die packen wir jetzt mal nicht aus, weil da ist sowieso nur dasselbe drauf, nur halt weniger. Jetzt gucken wir mal. So. Unboxing. So. Aufkleber geht schon mal mit weg. Und ja, für die Sammler unter euch, der Aufkleber hier ist ablösbar. Das heißt, wer den nicht drauf haben will, der kann den hinterher auch runter machen. Jetzt schütteln wir das Ganze mal aus. Da haben wir zunächst nochmal Inhaltsbeschreibung. Und die Rückseite der Box sieht dann so aus. Das heißt, da ist irgendwie eine Gewehrkugel drauf. Ja, ist normale Papphülle, würde ich jetzt sagen. Nichts Wildes und ob einem das Motiv gefällt oder ob man vielleicht doch gerne ein klassisches Motiv gehabt hätte aus der Stirb langsam Reihe, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich bin ja mit den alten Filmen aufgewachsen, ich hätte vielleicht lieber irgendwie ein altes, cooles Motiv gehabt. So, dann haben wir jetzt hier erstmal Werbung für Avatar und anderes 3D-Kram. Und dann haben wir hier die eigentlichen Discs. Auch, sag ich mal, relativ Standard, die Edition von Stirb langsam, Blu-ray, ist leider immer noch nicht viel mehr Bonusmaterial drauf als auf den DVD-Veröffentlichungen. Stirb langsam 2, da war ein bisschen mehr drauf, aber auch im Wesentlichen dasselbe, was halt schon früher da drauf war. Stirb langsam, jetzt erst recht, Teil 3, hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Interessant wird es eigentlich erst ab Stirb langsam 4.0. Denn da ist erstmals die Recut-Fassung, die vorher nur separat erhältlich war und auf Blu-ray bisher in Deutschland noch gar nicht, die ist hier zusammen mit der Kinofassung. Und die Recut-Fassung ist ein bisschen brutaler, es gibt ein bisschen digitales Blut zu sehen und wir dürfen tatsächlich hören, dass John McClane, Yippie-Ki-Yay, Motherfucker, im Englischen sagt, auf Deutsch durfte er, glaube ich, Schweinebacke sowieso immer sagen. Insofern ist es wahrscheinlich nur für Leute interessant, die auf digitales Blut stehen und die ja mal beide Fassungen komplett haben wollen. Also das ist interessant tatsächlich hier mit bei. Und dann natürlich der fünfte Teil, der, ja, ich sag mal, bei den Kritiken so weniger gut ankam. Ihr könnt euch vielleicht euer eigenes Urteil bilden. Aber auch hier gibt es einen Extended Cut und ordentlich Bonusmaterial. Also die beiden, also der vierte und der fünfte haben am meisten Bonusmaterial zu bieten. Von der Verpackung her ist es, wie gesagt, jetzt nichts Wildes. Allerdings gibt es noch eine extra Bonus-Disc. Die war bisher nur in der Box aus den UK erhältlich. Und da ist neu gedrehte Dokumentation, die heißt Decoding Die Hard. Geht, glaube ich, so 90 Minuten oder sowas. Und da wird quasi über die gesamte Die Hard-Serie nochmal was erzählt. Da haben sie die wichtigsten Schauspieler, Bruce Willis leider nicht, aber aus den Teilen nochmal zusammengetrommelt. Und die erzählen so quasi im Nachhinein nochmal was über die Filme. Das ist neu und das ist nur in der Amazon Edition erhältlich. Also in der hier wäre das nicht dabei. Ja, wie gesagt, optisch macht es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es ist solide Veröffentlichung. Das Eigentliche, was als Goodie jetzt dabei ist, außer dieser Bonus-Disc, das ist dieses Artbook. Da gibt es jetzt, was haben wir hier? Bisschen Text, bisschen kurze Einführung, dann Facts zu jeden Sachen und Produktionsfotos in Schwarz-Weiß größtenteils zu den ganzen Filmen. Jeweils immer ein bisschen Text. Hat, glaube ich, so 30 Seiten oder sowas. Steht das hier nochmal irgendwo genau drauf? Ja, 30-seitiges Artbook. Ist, ich würde sagen, routiniert. Haut mich jetzt persönlich nicht so vom
Sessel, also es wäre jetzt kein Killer-Argument für mich, um mir die Edition zuzulegen. Seht ihr ja vielleicht ein bisschen anders. Ja, dann haben wir schon eigentlich das Fazit. Ich muss sagen, ich bin Blu-ray-DVD-Freak und ich hätte mir eigentlich lieber eine richtig coole Edition gewünscht. Also irgendwas, vielleicht eine Box, die aussieht wie Nakatomi Towers und wo nochmal richtig fett neues Bonusmaterial zu allen Teilen irgendwie dabei ist. Andererseits war die Bonus-Disc, die Coding Die Hard, bisher in Deutschland nicht erhältlich und ist für Leute, die jetzt tatsächlich das Komplettpaket haben wollen und die auch vor dem fünften Teil nicht zurückschrecken, wahrscheinlich eine ganz gute Option, da dran zu kommen. Ob euch das jetzt 20 Euro mehr wert ist, das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Für die Leute, die tatsächlich nur die Filme und halt das Bonusmaterial, was auf dem Blu-ray selbst drauf ist, haben wollen, weil sie tatsächlich nur die Filme gucken wollen, die sind vermutlich mit der Edition auch ganz gut beraten. Ja, das war's. Ich pack das Ganze dann mal wieder zusammen und wir sehen uns das nächste Mal dann. Warum geht das da nicht rein? Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Movie Pilot Unboxed und dann schauen wir mal, welche Special Edition dann auf uns wartet. Bis dahin, checks, flex und relax und wie immer, viel Spaß beim Blu-ray gucken. Yippie-ki-yay, Motherfucker.